Servus Freunde, herzlich willkommen zur 38. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map und heute natürlich am Mittwoch. So, unser Helfer hier ist noch dabei, das Feld zu pflügen. Da hatte ich einfach das Problem, dass der am Wendepunkt sich immer aufgehangen hat. Der ist da immer rückwärts gefahren, weil er gedacht hat, oh Feldrand, ich muss rückwärts fahren. Das habe ich denn jetzt kurz jetzt neu gemacht mit drei Vorgewänden und dadurch hat er genügend Platz auf einmal zu wenden und wie ihr seht, das funktioniert super. So, wir werden jetzt hier mit unserem geilen Ballenwagen losfahren. Ich habe wie gesagt das Feld hier oder die Wiese hier voll abgemäht und zu Ballen gepresst und wie ich vermutet hatte, sind die meisten Ballen hier runtergekullert. Und das ist sehr praktisch. Ne, wir machen jetzt was. Doch. Ich fahre jetzt zuerst nochmal einen Kurs ein. Von hier zur Deuka. Weil den Kurs werden wir heute noch ein paar Mal brauchen, bis wir alle Ballen weg haben. So. Ich habe gestern noch einmal Ballen verkauft, deshalb haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Geld. Und ich denke, wir kommen über die, so um die 700.000 werden wir schon kommen. Ups, das war ein bisschen doof. Naja, wird schon gehen. Wenn nicht, korrigieren wir hier nochmal kurz nachher. So, es wird ein Highspeed-Kurs, ganz einfach. Wir werden viel Vollgasanteil haben. Im Moment noch nicht, ich weiß. Kommt aber gleich. Weil hier zum Beispiel hauen wir einfach einen Tempomaten auf 90 rein und fahren geradeaus. Was wir mit dem Geld anfangen, das weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ne, Kredit haben wir keinen offen. Ja, ich denke, wir sparen das Geld, um uns dann möglichst bald noch ein größeres Feld kaufen zu können als die 15. Die 7 oder die 8 wären wirklich nett. So. Sieht schon mal gut aus. Und wir werden aber gleich auch die Krone, den Big M, dann hier auf den Weg schicken. Oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder wir lassen zwischendrin noch ein paar Wiesen abernten. Also ich denke, wir werden jetzt mit Ballen erstmal uns mega eine goldene Nase verdienen. Und dann können wir uns endlich... Halt, warte, hier wollte ich rein. So. Dann können wir uns locker noch ein größeres Feld kaufen. Die 19 ist leider immer noch nicht erntereif. Es wird knapp. Die wird wahrscheinlich heute Nacht dann erntereif, also Ingame-Nacht. Auf Stufe 3. Und dann müssen wir am nächsten Tag uns ordentlich anstrengen, dass wir das ruckzuck fertig kriegen. So, Tempomat. So. Und wir haben, glaube ich, schon über die Hälfte am Weg geschafft. Wir sind schon mittendrin in der Karte. Oder sogar schon weiter. Wir fahren einmal quer durch die Map. Das ist schon krass. Nur um hier ein bisschen Zeug zu verkaufen. Aber es lohnt sich halt. Es lohnt sich.
So, nicht zu schnell zurücklenken, sonst kommt der Helfer nachher durcheinander. Weil beide Deuker kriegen wir einfach den wesentlich besseren Preis. Beim Hof haben wir, glaube ich, 2000. Oh, John Deere ist fertig. Beim Hof haben wir, glaube ich, 2500, 2600 pro Ballen gekriegt. Und bei der Deuker kriegen wir knapp 4000. Dann müssen wir hier noch ein bisschen rumfahren. Ich weiß, es ist unrealistisch, hier mit 90 lang zu brettern. Aber wenn man jetzt mal nach Amerika schaut, da fahren die auch auf dem Waldweg 90. Und es geht ja darum, dass wir möglichst schnell ans Ziel kommen. Und wir fahren nicht zu wild. Und wir fahren ja nicht zickzack. Wir fahren ja schon konzentriert. Hier wäre auch noch eine nette Wiese. Wiese 16, ne 20 ist das. 16 haben wir ja schon abgeerntet. So, kurzer Hänger. Und dann sind wir auch schon da. Also ich denke, eine Ladung Ballen werden wir auf jeden Fall noch verkaufen können danach. Dann speichern wir mal diese 7, glaube ich. Deuter. Guck noch mal nach. Diese 7, jawohl. Natürlich bräuchten wir jetzt auch einen Kurs zurück. Aber da habe ich ja den Hofkurs. Deuker Hof. Müssen wir weiterfahren. Größeren Radius fahren. Dann drehen wir einfach mal in die Richtung um. So. Wir passen hier komplett rein. Es ist auch geil, guck mal die Federung an. Ja, wie der nachgibt. Oh, nice, nice, nice. Okay, und es ist doch daneben gegangen. Irgendwie sind da ein paar Ballen runtergefallen. Ich weiß gar nicht warum, das ist noch nie passiert. Okay, jetzt. Sind alle weg. Oh, wir kriegen weniger. Nee, oder? Was soll denn das? Oh, dachte, wir kriegen dauerhaft den großen Preis hier. Dann lohnt es sich jetzt wahrscheinlich wieder am Hof zu verkaufen. Hofdeuker Hof. Na, das ist ärgerlich. So, warte, lass mich mal kurz gucken. Und wenn wir dann hinten dran den Weg Hof. Hof. Wiese 8. Wir hatten noch dann einen Weg gespeichert.
Wiese 6. Hof, Wiese 6. Hinten dranhängen. Dann wird es, glaube ich, nichts. Egal, da müssen wir halt eingreifen nachher. So, das wirft jetzt unseren Plan ein bisschen durcheinander. Ich würde sagen, dann lassen wir die Krone jetzt erstmal nicht weiter Ballen pressen, sondern wir kümmern uns kurz um Feld 15. Hallo, du bist doch noch lange nicht fertig. Naja, wir sollen ja auch ein bisschen was arbeiten. Das ist halt ein Vorgewende, was ich nicht gefahren habe. Oder nicht hab fahren lassen. Ah, jetzt kriegen wir nur noch... Ey, jetzt kriegen wir aber so viel weniger. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja schon erheblich. Ich dachte, wir können jetzt hier voll die Kohle scheffeln. Scheffeln. Nicht scheffeln. So. Ich hab gedacht, ich pflanze hier natürlich was an. Natürlich. Was soll ich sonst auf dem Feld machen? Ich dachte allerdings, ich kann die große Sämaschine nehmen. Aber ich glaube, damit werden wir eher Probleme kriegen. Ist erlaubt. Okay. Gudi. Dann müssen wir hier, glaube ich, mal kurz Feldbearbeitung machen, weil hier hat er ein Fleckchen Grün mit drin. Achso, Moment, wir müssen natürlich auch absenken, sonst wird das Ganze nix. Da hat er ein Fleckchen Grün mit drin, das erstellen wir einfach neu. Ja, und jetzt hängen wir genau hier fest. Deshalb habe ich das umfahren lassen. Also die Pfeiler hier, die sind alle mit Kollision. Finde ich aber auch gut, weil das ist realistisch. So, dann haben wir heute sogar richtig was gearbeitet. Und nicht nur arbeiten lassen. Düngen sollten wir vielleicht auch vorher. So, guti. Natürlich noch den Kuss zurück machen. Was ist denn hier los? Speicherung. Feld 15. Süß, Feld. Ja. Gut. Da rein. Und dann haben wir Sülzfeld Nordhof.
Tschüssikowski. Wo ist unser LKW? Er ist am Hof. Ne, das war der falsche. Ich hätte ich gern. Hallo, stopp! Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass der hier nicht durchkommt. Also wir werden die restlichen Ballen beim Hof verkaufen. Wir holen uns mal gerade die Krone. Wiese 6 zum Hof. Ja, die hat jetzt auch ordentlich gearbeitet, ja. Und wir werden noch zwei Ladungen Ballen, denke ich, hier rauskriegen. Oder wegschaffen müssen. Übrigens, schönes kleines Dorf, auch wenn da immer nur der Olaf begraben ist. Sehr schön angelegt. Mit den schönen Fachwerkhäusern, alles tutti. Wir können gleich mal noch zu den Schafen gucken, was da los ist. Schafe könnten wir uns natürlich auch kaufen. Aber dann ist das Geld halt schon wieder weg. Ich weiß gar nicht, ich sollte wahrscheinlich den hier noch ein bisschen fahren, bis der LKW vorbei ist. Sonst verfangen die sich. Weil die Krone ist halt doch ein bisschen breiter, wie man denkt. Müsste eigentlich jetzt gleich schon auftauchen. Er hat gerade gewendet. Ist gerade die S-Kurve runtergefahren. Da kommt er. Gut, dann können wir den hier einstellen. Ja, ich weiß, das sollte aufgetankt werden. Ist mir bewusst. Entlassen. Kann ich das hier jetzt nicht? Ich hab vorhin die Leertaste gedrückt, gell, aus Versehen. Achso, halt, Moment, hier ist ja unser Saubermachplatz. Hey, was ist denn hier immer los? Der springt irgendwie, hab ich das Gefühl, immer alleine auf die schneller bewegen. Zack, zack. Hört halt dazu. Das fände ich cool, wenn sie das irgendwann im LS einbauen, dass man, sagen wir mal, wenn ein Fahrzeug gewaschen wird, wenn man ein Fahrzeug wäscht, dass dann wieder der Wert ein bisschen steigt. Ja, natürlich nicht übers Maximum, der muss langsam einfach verbessert sein. Und es sind alle Leute nur am Waschen, damit die Fahrzeuge teurer werden. Das so soll es natürlich nicht sein.
So, dann gucken wir mal, wo der Düngestreuer steht. Wo steht er denn? Ah, da drin, wir haben noch hier den. Es verwirrt mich manchmal, wenn ich auf der anderen Map, auf der gleichen Map, aber auf einem anderen Spielstand andere Geräte habe. Dann suche ich die Geräte hier natürlich auch. So, dann koppeln wir das Ding mal an hier. Ei. Heute haben wir wieder Fahrkünste drauf, das gibt's ja nicht. So, jetzt lass mich mal gucken. Wir fahren vom Hof Sülsfeld Nord. Dann fahren wir Sülsfeld Nord. Wiese 5, Feld 15. Aber nicht da reinfallen. Big M ist angekommen. Na, sehr schön. Wird man auch gleich mal waschen. Aber vielleicht. Vielleicht beladen wir den hier noch schnell. Beladen zum Hof fahren. Das heißt W6 zum Hof. Brauchen wir danach. Dann haben wir das nämlich schon mal eingestellt. Können ja auch schon mal Arbeitsmodus anmachen. Oh oh. Da war ich ein bisschen zu schnell. Gucken wir mal, wie viel wir diesmal am Hof kriegen. Nein, nein, nein. Oh. Eieiei. Also der ist ein bisschen leicht hinten auf. Der Auflieger. Der kommt recht schnell rum. So, und das Coole ist halt wirklich, die Ballen liegen jetzt alle schon hier. Warum lägst du jetzt? Ich weiß gar nicht, ob oben noch welche liegen. Gehen wir gerade mal schauen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die hatte ich schon alle runter. Die hier oben auf dem Plateau noch lagen. Jawohl. Da sieht alles clean aus. Dann brauchen wir hier nur einmal durchfahren und wir haben voll, glaube ich. Und ich habe die wirklich, die einen hier, so 6-7 Stück, habe ich runtergefahren. Aber der Rest ist wirklich alles selber runtergekommen. Oh nee. Wir kriegen jetzt fast alle Ballen drauf, bis auf 2-3 Stück. Oder 4-5. Und hier will ich noch. So. Egal, wir müssen sowieso nochmal kommen. Da hinten liegen nämlich noch kleine Ballen. Also von dem her passt schon. Achso, ich habe ja den Kurs schon eingestellt. Eingestellt, ne? So. Sieht gut aus.
Und unser Dünger ist auch schon angekommen. Düngestreuer natürlich. Ach, der Dünger selber. Gut, die kriegen wir auf jeden Fall noch verkauft. Ich verkaufe die jetzt einfach, egal zu welchem Preis. Weil dafür haben wir es ja gemacht. Und dann lernt man dich mal kurz verarzten. So. Dann, ja. 15. Arbeitsbreite war, glaube ich, 24, oder? 24 oder 26? Ich glaube 24. Richtig gedacht. Warte mal, komm ich hin? Ah, über die Taste kann man das also schneller. Okay, Vorgewende brauchen wir. Ups. 1. Battle-Insel umfahren. Machen wir auch an. So, lass mal gucken. Ja, das geht ja flott. Und hallo? Los geht's. Wie lange braucht der? 6 Minuten. Also, alles easy. Dann können wir hier noch schnell den Krone sauber machen. Die Big M. Ja. Und dann ist auch schon unser MAN da zum Entladen. Und dann kommt noch ein bisschen Kohle rein. Wir müssen nämlich endlich mal ein bisschen Geld machen. Sonst bleiben wir auf dem Stand hier und das will ich nicht. Hallo? Würde ich gerne zurückhängen hier. Ja, und da vorne kommt gerade immer ein an. Perfektes Timing. Was hab ich denn jetzt hier drin gedreht? Wird schwer. Gut. Hallo? Ja, danke für die Ballen. So, ich hoffe mal, dass ich hier einen besseren Preis jetzt kriege wie drüben. 1361 ist halt nicht so viel. Oh, jetzt fallen die hier wieder runter. Nee. Auch nicht so viel. Aber immerhin noch knapp 100.000. Besser wie nix. Gut. Wir werden jetzt noch die restlichen Ballen holen. Dann nehme ich euch nicht mit und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann werden wir über 700.000 Euro haben und uns weiter um Feld 15 kümmern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.